Dieser ganze Ort generell gefällt mir nicht. Geralt. Ich finde den auch nicht mehr lustig. Ich hasse es. Ich möchte hier eigentlich nur noch raus. Annabelle lässt grüßen. Ja, jeder lässt grüßen, der irgendwie... Oh nein, hör auf mit den Nebelschwaden, verdammte Axt. Das Schlafgemach. Das Handtuch hat Blutflecken. Oh, eine Fehlgeburt oder sowas? Wahrscheinlich, ne? Blutflecken. Jemand hat sich die Hände gewaschen und dann das Handtuch benutzt. Ein Nachthemd. Oh, offenbar nie getragen. Commander Thor, vielen Dank für den Follow. Willkommen bei uns verrückten Birdies. Oh Mann, ey. Ey, alles erschreckt mich gerade. Der Docht ist fast weg. Frage ist, was muss hier geschehen? Aha, hier. Wie spät ist es? Spät. Schlaf. Du warst wieder den ganzen Abend im Studierzimmer. Was hast du an den Händen? Nichts. Die sind nur etwas dreckig. Ist das Blut? Hast du dich verletzt? Tintenflecken. Ich habe Briefe geschrieben. Ich gehe bald nach Ochsenfurt. Vielleicht kommst du mit. Oh, das ist eine tolle Idee. Eine Reise wird uns beiden so gut tun. Dann ist es beschlossen. Lass uns schlafen. Ich bin erschöpft. Ich schlafe jetzt nicht. Kommt nicht in Frage. Komm, ich male dein Porträt fertig. Ich bin erschöpft, aber nein, du musst noch hier so stehen bleiben für die nächsten 3 Stunden, weil ich das Porträt weitermache. Das. So. Schreckt mich wieder gleich irgendwas. Noch eine verschwommene Erinnerung. Wie viele denn noch? Man erkennt auch so viel. Ja, es steht halt irgendwie. Sie hat Olgierd gemalt, aber die Details stimmen nicht. Da fehlt doch was. Ein Kelch, wie der auf dem Bild. Frisch, wie eben erst gewaschen. Das lebende Bild muss aussehen wie das Gemälde. Danke für den Follow, willkommen an zurück in Birdies und Hallöchen. Nivi, schön, dass du da bist. Was passieren? Oh nein! Okay. Was ist das? Das stimmt noch nicht. Das ist wirklich wie Layers of Fear gerade und Apfel rechts. Kelch in der Mitte, Trauben links. Okay. Das lebende Bild. Rechts, habe ich gesagt. Das gehört hierhin. Raum platzieren. Komm nach links. Müsste passen. Und der Kelch. In die Mitte. Nee, wie geht's Vielleicht dir? Vielleicht hierhin. Endlich. Genau wie im Bild. Lächle ein bisschen netter. So? Du sollst lächeln, nicht die Zähne blecken. Nein, immer noch nicht. Lächle wie damals, als Papa mit der Heirat einverstanden war. Bitte. Hm? Es ist zwecklos. Ich sehe doch, dass etwas nicht stimmt. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Schon wieder? Olgierd, wir haben uns versprochen, dass wir keine Geheimnisse voreinander haben. Weißt du nicht mehr? Entschuldige, das will ich nicht besprechen. Olgierd. Olgierd. Also ich finde ja, ihm steht der Pornobalken unfassbar gut. Na du Mongo, bist du schon wieder hier? Ja, geh halt. Ich will deine
Die kam dir unverhofft. Aus dem Nichts. Langsam raus. Ich will hier langsam raus. Du magst Porno? Ich eigentlich auch nicht, aber ich finde, bei Olgi sieht es halt echt nicht schlecht aus. Breit Schwert, Isa. Kann ich hier reingehen? Meister von Everex Studierzimmer. Hier hat er sich in die arkanen Künste vertieft. Ach, sowas hat der Olgi betrieben. Blutpakte. Über fremde Präsenzen. Ach. Ein Band über Verhandlungen mit Dämonen. Das Anwesen war im Winter deprimierend finster. Es ist so stockeduster einfach. Die Tore der Mysterien. Zwischen den Welten. Die Bibliothek eines Okkultisten. Das Pentagramm soll beschworene Wesen binden. Aber die Linien sind verwischt. Ich brauche Kreide. Dann kann ich Kerzen aufstellen. Bienenwachskerzen, Kreide, Blut. Für irgendeine Magie möchte ich wetten. Puh, Schwarzmagie. Das müsste hinhauen. Jetzt die Kerzen. Okay, also bei Eugen sieht der Schnurzbart aber ziemlich sexy aus, muss ich sagen. Es passt zu ihm kacke aus, den tut's trotzdem. Na, ich finde, es sieht bei ihm echt gut aus. Kerzen auf den Pentagrammspitzen platzieren, Kerzen auf dem Kreis, auf den Spitzen. Kerzen auf den Spitzen und dem Kreis platzieren, also vier, ne? Zeit zum Malen, Gerard. Und so? Nein. Ich hab's verbockt, schätze ich. Okay, ich meine, wir können ja auch einfach alles ausprobieren. Dann setzen wir das auf. Und was ist hiermit? Kein Fünkchen. Dann habe ich absolut nur auf die Spitzen. Das funktioniert auch nicht. Kerzen auf dem Kreis. Ja, dann platzieren wir das halt auf dem Kreis. Mal so versuchen. Komm zurück. Ah. Wir müssen reden. Geh weg. Ich will allein sein. Diesmal nicht. Komm sofort raus! Sie kann sich auf jeden Fall nicht sehr gut durchsetzen. Lass mich zufrieden. Ich will nur in Ruhe arbeiten. Udoyanu Feus, Soba Kamisa Iala, Soba Kamisa Abarasas. Welchen Zauber muss ich nehmen, verdammt? Ich hab sie alle durch. Ich will den Pakt beenden. Ich beschwöre dich. Verflucht! Feuer! Hier drinnen, schnell! Löscht die Flammen! Das habe ich nicht erwartet. Verschlossen. Du musst einen anderen Ausgang finden. Ach! Verdammt, mitten in einem Schneesturm. Ich muss
uns irgendwo Unterschlupf suchen. Ich schaue wieder die Geschichte. Man sieht auch nichts. Olgierd hat sie nicht reingelassen. Sie sind da froh. Ich check's halt gerade nicht. Also, wir können nicht ins Haus rein. Oder warte mal, ist sie hier unten? In der Mitte? Nein. Ist auch nicht so... Hä? Ach, da. Oh, ich hab's gefunden. Eine Erscheinung ist immer was Wunderbares. Der Meinung bin ich ja gerade absolut... gar nicht. Und es ist auch so ein Teil, wo ich auch echt nicht sage, das kann ich zu keinem Zeitpunkt genießen. Ich hasse diese Quest richtig abgrundtief. Ich hasse sowas wie horrormäßigen Sachen. Das ist schon für mich eigentlich persönlich ein Tacken zu viel horrormäßig gesetzt. Also, ich weiß auch nicht, ich finde halt diese komischen Zombie-Viecher-Figuren, für mich persönlich passen die nicht in den Witcher hinein. Verdammt. I'm back in the game. Oh, Kixan, vielen Dank für den Refollow und willkommen bei uns verrückten Birdies. Schön, dass du da bist. So. Guten Abend, Hallöchen, wie geht es dir? Olgierd, Iris und ihr Vater? Ich glaube, ihr seid gerade zwischen. Ich habe für heute keinen Bock und ich will das nicht. Ja, genau das ist es. Leer, bis auf den letzten Tropfen. Also es ist, weiß nicht, das sind so Sachen, das kostet mich halt mega viel Nerven und Stress, so, ne? So hat er angefangen zu rauchen. Ein Bierhumpen, aber es war Wodka drin. Aber ja, es ist durchaus so. Ein Messer, blutbesudelt. Olgierd hat sich die Narben auf den Schultern wohl in jenem Winter zugelegt. Der Ehevertrag von Iris und Olgierd. Nicht ganz. Die Erinnerung ist noch unvollständig. Ach so, ja. Das stimmt wohl nicht. Ach so, ich habe nicht gesehen, was er tut. Dann nehmen wir ihm das. So hat er sich also die langen Winterabende vertrieben. Ferner wird vereinbart, dass Iris angemessener Respekt zu zollen ist, dass ihr Rat und ihre Forderungen zu berücksichtigen sind. Komm zum Punkt, Vater. Meine Geduld geht zu Ende. Gern. Gemäß ihres Wunsch erkläre ich diese Ehe für null und nichtig. Du hast geschworen zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Ich habe meinen Schwur gehalten. Meinen Olgierd gibt es nicht mehr. So einfach ist es nicht, sein Wort zu brechen. Glaub mir. Du wirst hierbleiben. Für immer. Genug. Du erteilst uns keine Befehle. Du wirst... Vater! Vater! Nein! Dina! Nehmt den Kadaver und füttert die Tiere damit. Also, Kixan, nochmal danke, dass du immer noch mit der Birdie Airline fliegst und jetzt auch richtig. Es tut mir leid, dieses Spiel macht mich gerade einfach ein wenig fertig. Ich meine, wenn du jemanden gegen eine Säule brutal schlägst und vielleicht von einem Dämonen besessen bist, dann hast du wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Kräfte. Ich weiß sowieso langsam nicht mehr, was hier angeht. Was Isa eigentlich sagen wollte, vielen Dank für den Restart. Freue mich, dass du immer noch... Ja, das ist halt wirklich so. Aber es ist halt einfach, dieses Spiel ist mal voll fertig. Sieht aber echt genau aus wie Alice in AMR, finde ich. Okay.
Everek aufgehört, ein Mensch zu sein. Seine Frau hat er noch geliebt. Nein, er hat nur gewusst, dass er sie lieben sollte. Gehen wir nach oben. Cool. Ich habe mich gerade schon gefragt, wie ich das machen soll mit meiner Katze, weil die leer ist. Ich wollte dann wissen, ob man meditieren kann, aber man muss nur auf Meditieren klicken und dann funktioniert. Ist das jetzt... Ach, du Mongo wieder. Oh, wann kommt denn dieser Mongo endlich? Oh, wer ist er denn? Wer ist er? Wir drei haben hier viel Zeit verbracht. In Stille. Wir gehen auf unsere Plätze. Wie damals. Den Rest machst du. Tierhaare. Krallenspuren. Keine Ahnung, was ich das ausgemacht habe. Okay. Gedeckt für eine Person, sonst für niemanden. Eine Terrine, wohl für Suppe. Eine große Tonschüssel. Eine Platte. Kann man mit ihm eigentlich irgendwie interagieren? Passt perfekt. Ja. Mit der kann man gar nicht interagieren. Okay. Ach so. Der Hund kriegt eine große Schüssel. Das war wohl deins. Und die kleine Katze kriegt die kleine Schüssel. Na also. Habt ihr aus diesen Schüsseln gefressen? Natürlich nicht. Ich sagte doch, wir sind keine Tiere. Aber der Pedell hat sie trotzdem hingestellt. Wie befohlen. Noch eine Monstrosität? Ich bat dich, das zu lassen. Diese beiden sind schon zwei zu viel. Hund und Katze leisten dir Gesellschaft. Dieser hier wird dich beschützen und sich ums Haus kümmern, egal was geschieht. Früher wollte ich wissen, was in dir vorgeht. Ich dachte, ich könnte dir vielleicht helfen. Jetzt ist mir einerlei, was du denkst oder fühlst. Ich... fühle nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich dich noch hasse. Geh, Olgierd. Geh mir aus den Augen. Gott. Olgierd von Everek hat nicht verstanden, dass wir ihn nie ersetzen würden können. Jetzt wirft sein Geist einen Schatten auf jede Erinnerung von Herrin Iris. Wir sind fast am Ende unserer Reise. Was liegt dort? Iris oh, war ich die ganze Zeit im Bild, Entschuldigung. War wie so eine Padme Amidala, ja ein bisschen schon. Stimmt. Meine liebste Frau, ein Brief von Olgierd an Iris. Wäre ich mit Worten doch nur so gewandt wie mit der Klinge. Vor allem jetzt, da mein Herz von eisiger Leere erfüllt. Ich sehe, wie du mich anblickst und dahin welkst. Ich kann dir nicht helfen, aber vielleicht kann ich aufhören, dir zu schaden. Dieser Brief und die Rose sind mein Abschied. Wirst du in Gesundheit leben und dich spielen. Nur an deine Zeiten erinnern. Oh mein verfickter Gott! Ich hab Pipi in den Augen. Boah, jetzt kommt der Jumpscare? Nein. Vielleicht doch? Ja, fick dich. Mach doch mal das Licht aus.